Hallo ihr Lieben. Also hallo ihr Lieben. Hallo, hier ist wieder der Rizzo. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Rizzo. Habt ihr es schon vermisst? Ich denke schon, oder? Der Robert sitzt heute mal neben mir, hat natürlich auch seinen Grund. Na Wind. Warum sitzt Robert neben mir? Mach einen kleinen Jahresrückblick. Rizzo kocht, 24 Folgen. Zwei Staffeln. Und jetzt gucken wir mal ganz einfach rein, was da so Cooles mit dabei war. Im Rückblick natürlich mit euch zusammen. Ne? Hier ist wieder der Kai und wir kochen heute zusammen. Und vorher brauchen wir natürlich die richtigen Lebensmittel und die kaufen wir bei Edeka Müller in Krumbach. Und dann geht es ab nach Konradsdorf ins Küchenstudio und dort kochen wir zusammen. Ich freue mich drauf, bis dann. Ciao. Showtime. Hallo und herzlich willkommen bei Rizzo Koch, dem Format Kochen online. Ganz einfach euch beizubringen oder zu zeigen, wie man mit frischen Produkten, die wir heute früh auch tatsächlich erst gekauft haben, bei Edeka Müller in Wilsdruf, hier ein tolles Gericht zaubern. Es war eine aufregende, geile Zeit, Robert, oder? Ja, und vor allem eine andere. Absolut. Und erstens bin ich übelst dankbar dafür, dass du neben mir sitzt und mit mir dieses Projekt zusammen begonnen haben und auch natürlich auch weitergehen. Ja. Das war ein riesig geiler Entschluss, weil dann kommen wir nämlich gleich mal dazu, wie es dazu gekommen ist. Ja, erzähl überhaupt. Mal. Wie bist du überhaupt darauf wie gekommen? Wie ist denn Rizzo Kocht überhaupt entstanden? Rizzo Kocht ist bei, irgendwann im März, Ende März diesen Jahres entstanden, wo ich im Garten draußen bei mir gesessen habe. Wir haben ein bisschen rumgekocht, ein bisschen gemacht. Und mich rief jemand an und fragte nach, wie und was sie jetzt so machen könnte, wie sie was kochen könnte. Und da habe ich mir so überlegt, ja, dann machen wir das Ganze eben halt via FaceTime. Aber warum machen wir das nicht nur für einen, sondern warum machen wir das nicht für mehrere? Ja. Und dann habe ich mir so überlegt, machst du das mit dem Louis zusammen, ne? Mit dem Juni? So mit kleiner Kameratechnik und Bim Bambo und. Na, die dann, von deinen Urlaubsbildern war ja da. Genau, und dann kam aber Robert ins Spiel. Wir haben uns irgendwie zusammen telefoniert und dann hab ich erzählt von dem Projekt und dann hat er gesagt, da wollen wir es richtig machen oder. Lassen wir es jetzt. Oder lassen wir es. Und da haben wir dann gesagt, wir machen es richtig. Machen das. Und es war eine weise Entscheidung. Genau, und so sind wir zueinander gekommen. Aber wir kennen uns natürlich nie erst seit März 2020, Robert. Ne? Wir haben ja auch schon ein paar Monate. Ich überlege auch jedes Mal wieder, wann und wie lange das zurückliegt. Ja, aber das ist schon ganz schön krass. Also, aus den Augen mal verloren, eine Weile? Ja, da hat ja auch jeder so mit sich ein bisschen zu tun und mit seinen eigenen Sachen, die er so gerne wollte, machte, musste. Aber ja. Ich fand den Anruf auf jeden Fall ziemlich geil. Das war mega. Und somit sind wir dann wieder zusammengekommen. Mhm. Und seitdem eigentlich täglich, also mindestens, wenn wir uns nie sehen, aber wenigstens eine Stunde telefonieren wir. Das kriegen wir hin, ja. Und es sind natürlich auch viele Sachen entstanden dadurch. Ne? Also mit diesem Projekt Rizzo Kocht. Ganz einfach euch da draußen so ein bisschen die Leidenschaft, Rizzos Leidenschaft, meine Leidenschaft so ein bisschen zu transportieren
und so Küchenbasics, so Einstiegsgeschichten. Mehl, Zucker, Salz, Trockenhefe, hier Schale nicht verdaulich ist, deswegen schält euch den Paprika. Anderes Messer dazu hier. Ja, scharf wäre super. Scharf wäre super, das ist immer ganz wichtig. Den schneiden wir gerne mal hier raus. Machen wir einfach mal einen Keilschnitt. Für den Anfang natürlich und auch das Ganze mit einer gewissen Unterhaltung. Ja, also mit immer Gästen dabei, spannenden Gästen, die immer bis dato aus in meinem Leben schon mal unterwegs mit waren. Ne? Außer mit dir habe ich noch nie gekocht. Aber du kannst schon die ein oder andere. Kann ich. Kannst du, ne? Also ich habe, muss man vielleicht auch mit dazu sagen, dass wenn man sich in so ein Projekt reinhängt, dass das natürlich dann auch nie einseitig passiert. Und dann steht man so hinter der Kamera und sieht dann und hört zum 100. Mal, wie weit Salz fliegen muss. Und das verändert einen auch. Also ich habe früher, muss ich sagen, auch das Essen machen oder überhaupt Nahrungsaufnahme so ein bisschen auch als, naja, ich sage jetzt mal Last empfunden, wo man gesagt hat, na gut, in der Zeit kannst du nie produktiv arbeiten, du kannst dich nie mit anderen Sachen beschäftigen, die du lieber machen wollen würdest. Und wenn man es einfach probiert, ist es schon echt krass, wie viel Spaß das macht und dass es eigentlich überhaupt nie verschwendete Zeit ist, sondern eher im Gegenteil, dass das eigentlich einen sehr großen Teil vom Leben einnehmen kann und vielleicht auch sollte. Und das sollte so unser Fahrplan sein für die Zukunft, das haben wir uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dort in die Richtung zu gehen, euch das Ganze näher zu bringen, regional, nachhaltig und natürlich auch mit Liebe dabei zu sein, weil das ist natürlich das A und O beim Kochen. Ne, so schmeckt dann natürlich auch das Endprodukt. Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Pezi. Wir machen heute eine Soße zum Gänsebraten. Mega! So, die Soße wird wieder sensationell. Wir würden jetzt mal mit ein bisschen Rotwein ablöschen. Robert, gib mal bitte den Rotwein. Danke. Da kann ruhig richtig was rein. Das macht nichts. Das gibt Geschmack. Im Prinzip jetzt einfach nur schön einreduzieren lassen. Ja. Ja, auch so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu haben, dass niemand irgendwie Altöl in seinen Motor kippt. Und so ist das ja beim Organismus ja auch. Ne? Wenn man da geile Sachen reinfüllt, dann kann man eben auch geile Leistung erwarten. Genau. Jetzt kommt es natürlich dazu, so ein Projekt findet natürlich immer in Räumlichkeiten statt. Und das hat sich dann so durch das Universum mehr oder weniger ergeben, ja. Dass das alles an einem Ort stattfindet. Dafür sind wir natürlich wahnsinnig dankbar, das Ganze hier bei den Liebschoss in Konradsdorf zu machen. Hey, servus, hier ist der Kai, hallo, ich grüße euch. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wo wir dann diese ganzen Drehs für Rizzo kocht, halt herstellen, produzieren etc. Gut, dann kommt einfach mit, auf geht's, ich zeig's euch. So, schaut mal, hier das Küchenstudio, wo auch alles begonnen hat. Habt ihr ja im Part 1, habe ich euch das ja schon erzählt, dass hier so meine ersten Kocherlebnisse, Kochkurse, Kochveranstaltungen, Geburtstage, Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern im Rahmen von 15 bis das meiste waren sogar 40 Personen hier drin stattgefunden haben. So, hier die Kochinsel, mal noch ohne Produkte, noch nie eingerichtet. Geht dann gleich los, wenn wir wieder mit dem Dreh beginnen. Genau, also jetzt schauen wir nochmal bei den Liebschuss vorbei. So, jetzt machen wir einen kleinen Rundgang durch die Küchenausstellung. Heidi ist gerade in der Küchenplanung, von daher also hier auch ein großes Portfolio an Küchen.
Also lieben Dank nochmal an die Liebschers, lieben Dank an den Patrick Müller, Edeka Müller in Wilsdruf, der natürlich auch die ganzen Sachen unterstützt, was die Lebensmittel, die Frische der Lebensmittel, die Regionalität der Lebensmittel halt widerspiegelt. Dafür ist der Patrick dabei, vielen Dank dafür. Und er hat uns natürlich noch immer schön mit Frische, mit Leidenschaft unterstützt bei jeder Folge, und zwar die Niki. Okay. Nicoles Blumenatelier in Freiberg, vielen lieben Dank dafür, für deine harmonierenden Blumengrüße zu jeder Folge Ritze kocht. Lieben Dank. Oder was machen wir noch? Ritze kocht natürlich auch bei dir zu deinem Event. Ob das eine Firmenfeier ist, ob das eine Weihnachtsfeier ist, ob das für Geschäftspartner ein Workshop ist oder wie auch immer. Also dort ist natürlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Der Ritze kommt natürlich auch zu dir. Und was noch das absolute Obergeile ist dabei, der Bünger kommt auch mit. Und der Bünger macht für euch dazu auch geile Filme. Ne? Bewegte Bilder, absolut, denke ich mal, aktuell das Nonplusultra, oder? Das Medium, mit dem man eben auch Menschen erreicht und das Kochen verbindet. Ne? Und die Bilder vom Kochen verbinden dann auch nochmal auf einer ganz anderen Etage. Auch wieder nachhaltig, also nicht bloß ein Event machen und sich an dem einen Tag freuen, sondern dann eben auch noch was für später zu haben, ist, denke ich mal, aktuell das geilste Medium, um Leidenschaft zu transportieren, denke ich. Absolut. Genau, wir sind natürlich auch unterwegs im Auftrag. Des Herrn. Welchen Herrn? Das kann sich ja jeder selber raussuchen. Genau. Ne? Und man könnte jetzt auch sagen, das kommt immer aufs Budget an. So sieht's aus. Aber es gibt natürlich schon viele Anfragen dafür. Das heißt, für solche Projekte, wo der Ritzo halt kocht oder der Ritzo das begleitet, im Business-Coaching sind wir unterwegs. Ne? Also für den einen oder anderen Kunden sind wir im Mentalbereich unterwegs und natürlich auch, was das Kochen an sich betrifft, ganz klar. Was haben wir noch stehen? Private Coaching, yes, steht neu auf der Agenda. Im Prinzip ein Kochen via Plattform, Zoom sage ich jetzt mal zum Beispiel, oder mit per FaceTime oder wie auch immer. Telekochen. Telekochen, das klingt gut, genau, Telekochen klingt geil. Genau, das ist so das Grobe und Ganze erstmal. Aber wie läuft das denn ab? Also ich buche dann bei dir sozusagen irgendwie so ein Private-Koch-Coaching-Dings? Genau, ich schicke dir im Prinzip dazu eine To-Do-Liste für dich zu erstmal, was du zu tun hast, was wir für Equipment dafür brauchen. Natürlich eine Abstimmung, klar, was ihr gern kochen möchtet, logisch. Die Einkaufsliste. Könnte man sich noch überlegen, wie man das gestaltet, ob man sagt, okay, ihr bekommt die Einkaufsliste und dann geht ihr in den Edeka-Markt eures Vertrauens und holt euch dort die Lebensmittel dazu oder anderen Markt oder Bauern oder wie auch immer. Und dann gibt es einen gewissen Zeitpunkt, einen Termin, wo wir miteinander kochen. Und dann kochen wir gemeinsam, also via Kameratechnik. Ne? Das geht auch mit einem normalen Laptop oder mit einem Telefon oder wie auch immer. Okay, cool. Jo, unsere Zukunftsvisionen 2021, absoluter Angriff, natürlich, ganz klar. Und wir haben natürlich viele Partnerschaften geknüpft, auch in diesen letzten Monaten. Und auch Freunde gewonnen, muss ja auch dazu Freunde sagen, gewonnen. Sind ja nie nur Partner, sondern sind ja mittlerweile auch schon wirklich gute Freunde geworden. Richtig. Und da gibt es natürlich dieses geheime Projekt, was, denke ich mal, im ersten Quartal auf jeden Fall Das sollten wir schaffen. Natürlich weitere Kooperationen auf jeden Fall, da sind wir offen dafür. Regionale Kooperationen oder überregionale natürlich auch, keine Frage. Und Ritzo on Tour wird natürlich auch ein Thema werden. Oh ja. Ritzo on Tour mit Land und Leute. Das heißt... Boah, was heißt das? Land und Leute. Wir ziehen eigentlich mit unserem Lango oder mit was auch immer. Wir zwei fahren mit dem Mafiamobil los. Mit dem Mafiamobil los und werden ja irgendwo mit jemandem zusammen Outdoor bremsen, anhalten, reingehen, reinblauzen und dann einfach ein geiles Essen machen. Geiles Essen machen und uns unterhalten.
Und da könnt ihr übrigens, wer da Interesse und Bock drauf hat, auch schon mal, vielleicht unten in den Kommentaren oder wo auch immer ihr da gerade Lust habt, uns zu kontaktieren, einfach mal reinschreiben, wenn ihr Bock drauf habt, hey, ich habe was ganz Spezielles, da kommt doch mal bei mir kochen, das würde ich gerne mal vorstellen. Einfach Bescheid sagen. Genau. Wir sind für euch da. Ihr Lieben, lasst uns so langsam zum Abschluss kommen. Das Jahr 2020 legen wir ad acta. Und jetzt heißt es auf ein neues, mit viel Liebe, in Dankbarkeit und Vertrauen, ganz einfach, auf ein neues Jahr 2021 in diesem Sinne. Die zwei sind natürlich auch da und helfen uns eigentlich ständig, wo sie können und wie sie die Zeit auch finden. Das fetzt total. Absolut. Ich freue mich immer, wenn da mehr aussteigen als der Kai. Genau. Mit dem Justin hast du noch. Justin, genau. Justin, liebe Grüße. Geiles T-Shirt. No. Dann, hey. Alessio, was da ist denn mit den Blumen? Ich habe keine Blumen zu Hause, aber ich habe ein Auto. Nee, das war jetzt falsch rum. War verkehrt rum, ne? Mach anders. Jeder in die Kamera oder die, ist mir egal, am besten in die. Hey, und ein Wunsch für 2021. Auf geht's. Na, Adi. Ich wünsche mir, dass wir endlich wieder in Sommerurlaub fahren können. Das ist mein Wunsch. Ich würde mir wünschen, dass wir alle gesund bleiben. Das ist das A und O für uns. Dass wir fit bleiben. Ne? Und dass wir mit unserem Projekt noch mehr von euch begeistern können. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Das wäre mein Wunsch. Bei mir ist ein bisschen uneigennützig, muss ich zugeben, weil so als Kindsvater denkt man natürlich als erstes immer an das Beste für die Kinder. Und ich würde mir wünschen, dass wir einfach eine affengeile Einschulungsparty feiern können und auch wollen. Das wäre mein Wunsch für nächstes Jahr, dass der Kleine ordentlich aus dem Kindergartenalter verabschiedet wird. Der König der Köche. Der König der Köche. Ja, Wunsch 2021 wäre, mal wieder vor der Kamera zu stehen, auf jeden Fall. Mal können wir realisieren. Mal wieder ein paar von den Kleinen, das heißt Kleinen von den Jugendlichen, zu inspirieren, mal wieder an die Herdplatte zu gehen. Und ja, mal wieder mit ein paar Kumpels zu kochen. Das wäre so mein Wunsch für 2021. Das kriegen wir hin. Cool. Ich denke mal, die lassen sich alle realisieren, oder? Ich denke auch. Also in diesem Sinne, 1, 2, 3, jeder macht einen Finger vor auf die Kamera. Auf welche? Auf 3. 1, 2, 3. Ciao. 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 Oder? Oder nicht. Mach's gut.